Entscheidung in der Autowertung der Rallye Dakar wird zu einer reinen Nervenschlacht, liebe Zuschauer. Heute auf dem Weg von San Rafael nach Santa Rosa. Da wurde es noch einmal richtig spannend, richtig dramatisch, mit viel Zunder im teaminternen Duell zwischen Carlos Sainz und Nasser Al-Attiyah und einem äußerst verärgerten Spitzenreiter. Die Prüfung heute zweigeteilt. Zunächst ein Dünenfeld mit unglaublich steilen Dünen. Das etwa 40 Kilometer breit und danach sehr, sehr schnelle Schotterstrecken. Und was sich dort zugetragen hat, damit hatten selbst die hartgesottesten Insider nicht gerechnet. Nach der Zieldurchfahrt böse Worte zwischen Sainz und Al-Attiyah. Carlos Sainz hatte die Prüfung eröffnet als Sieger des Vortages. Dann hinter einigen Motorrädern hängen geblieben, sodass Nasser Al-Attiyah sehr schnell aufgeholt hat auf den Spanier im VW Touareg. Al-Attiyah hat sich dann vorbeigearbeitet an Sainz und den sukzessive stehen lassen, sodass Al-Attiyah sich in der Gesamtwertung bis auf 2 Minuten und 48 Sekunden rangearbeitet hat an den Führenden. Obwohl der letzte Tag sehr kurz ist, scheint also noch alles ganz weit offen zu sein. 2 Minuten 48 der Rückstand. Aber es gab Ärger nach der Zieldurchfahrt, weil nämlich Sainz Al-Attiyah beschuldigt, er sei ihm aufs Heck gefahren mehrfach, bevor er zum Überholen angesetzt hätte. Und hätte nachher Schlangenlinie gefahren, um ihn zu sperren. Entsprechend Diskussionsbedarf auch wohl gegenüber den Sportkommissaren, die bereits die Online-Bilder, die Onboard-Bilder angefordert haben. Stefan Peterhansel holt sich derweil einen weiteren Etappensieg. Ilan Chicherit, sein Teamkollege, auf der dritten Position. Aber das Thema des Tages auch im Biwak, natürlich die plötzliche Rivalität zwischen Sainz und Al-Attiyah. Peterhansel gewinnt die Prüfung vor Nasser Al-Attiyah. Dann Ilan Chicherit. Carlos Sainz büßt eine ganze Menge seines Vorsprungs ein. Es sind nur noch 2 Minuten 48 Sekunden und das, liebe Freunde der verschärften Gangart, nach 45 Stunden und 50 Minuten hochgerechnet an gewerteter Fahrzeit. Natürlich wollen wir wissen, was los ist. Die Sportkommissare und auch VW-Sportchef Chris Nissen wollen sich die Bilder angucken, um zu urteilen, was dort wirklich passiert ist. Also fragen wir doch mal Nasser Al-Attiyah, was dran ist an den Anschuldigungen, dass er Carlos Sainz absichtlich aufs Korn genommen hätte. No, but today we have really good run, and until the CP1 we catch Carlos, and after he don't want to move all the way, you know. But beim ersten Kontrollpunkt haben wir nach guter Fahrt Carlos Sainz eingeholt. Danach wollte er nicht aus dem Weg gehen. I was really pushed behind him, you know. I don't see the road. Ich musste wirklich alles geben hinter ihm und gleichzeitig aufpassen, weil ich die Strecke nicht richtig sehen konnte. Da war ich nah an ihn dran und wollte ihn überholen. Und offensichtlich war er sauer, dass ich ihn überholen konnte. Er hat sogar gefragt, ob mein Auto nicht dasselbe sei wie sein Auto, so böse ist er mittlerweile. Er hat aber auch eine gute Zeit hingelegt, das muss man respektieren. Aber ganz offensichtlich ist er unzufrieden mit der Gesamtsituation. Das muss man so akzeptieren, mehr können wir dazu nicht sagen. In der Tat, wahrscheinlich können wir das Ganze wirklich erst um 23 Uhr aufarbeiten. Dann, wenn auch VW intern geklärt hat, was da wirklich vorgefallen ist zwischen den beiden Streithähnen. Auch bei den Motorrädern steht ja noch einiges offen, nämlich der Kampf um die zweite Position. Francisco Lopez Contardo versucht wieder anzurennen gegen Paul Anders Ulewalsetter, aber für den Chilenen auf seiner Aprilia reicht es heute nicht. Er ist nur viertschnellster über die Etappe nach Santa Rosa hinweg, büßt damit weiter Zeit auf Paul Anders Ulewalsetter ein. Marc Coma mit vorgetragener Defensive machte dennoch eine Position gut. Eine sehr lange, sehr schnelle Prüfung über Schotterwege hinweg. Das liegt dem Kundensportmus in seinem Reifen nicht so. Deswegen hat Koma deutlich mit gebremstem Schaum attackiert, als einmal diese spektakulären Dünenfelder hinter ihm waren. Cyril Depré, die Kopfschmerzen von gestern rührten von einem Hornissenstich her, den er sich eingefangen hat. Er hat die Prüfung heute als Zweiter beendet. Bleibt weiterhin vorne in der Gesamtwertung. Der Sieg aber geht an Paul Anders Ulewalsetter, der die KTM ordentlich hat fliegen lassen. Und damit ist der norwegische Privatfahrer auf Platz 2 jetzt ein gutes Stück mehr abgesichert, als das noch am Vortage der Fall gewesen ist.
Der erste Etappensieg für Ulle Valsetter, als es drauf ankommt. Er manifestiert, zementiert damit die zweite Position vor Lopez und hinter dem so gut wie als Sieger feststehenden Sewell. Der Blick live hinein ins Biwak. Die Akteure kommen jetzt gerade rein. Beispielsweise der Hammer. Was wirklich alles vorgefallen ist hinter den Kulissen, da wird jetzt stramm recherchiert, liebe Zuschauer. Bis um 23 Uhr. Tschüss, danke fürs Gucken. Ihr Norbert Okenga. Ein VW Touareg kommt zurück ins Biwak. Bei VW hat es heute ordentlich Zündstoff gegeben im Kampf um den Tagessieg. Dieser Kampf zwischen Sainz und Al-Attiyah, der wird nämlich von Tag zu Tag immer härter geführt. Mittlerweile eine Art Nervenkrieg mit psychologischem Moment und durchaus mit robustem Einsatz auf der Wertungsprüfung. Allerlei ist passiert am vorletzten ernsthaften Tag der Rallye Dakar und es wird morgen noch einmal richtig spannend. Die Themen des Tages auf dieser vorletzten Wertungsprüfung von San Rafael nach Santa Rosa in Argentinien. Paul Anders Ulle Valsetter geht ans Limit, um sich doch noch Platz 2 zu sichern, nachdem Chaleco Lopez ihm den gestern weggeschnappt hat. Und ganz vorne heizt sich die Atmosphäre zwischen Carlos Sainz und Nasser Al-Attiyah im Kampf um den Gesamtsieg immer weiter auf. Die Etappe des heutigen Tages, insgesamt 796 Kilometer lang. Die 386 gewerteten Kilometer zweigeteilt, ein Dünenfeld von 40 Kilometer lange mit riesig hohen Dünen und danach einen ordentlichen Abschnitt mit Pisten drin, sehr, sehr schnell. Und bei VW ist heute Abend ordentlich was los. Die Stimmung phasenweise sehr gereizt, als die Akteure zurückkamen ins Biwak. Carlos Sainz hat sich in eine Ecke verkrümelt, Nasser Al-Attiyah in die andere. Zunächst herrschte zwischen beiden eisiges Schweigen. Dafür war es auf der Strecke umso höher hergegangen. Und damit mussten sich schließlich sogar noch die Rallye-Leitung, die Funktionäre, beschäftigen. Carlos Sainz geht als Spitzenreiter der Gesamtwertung in diese Etappe hinein. Er bringt einen Vorsprung von 5 Minuten und 20 Sekunden mit. Wir starten in einem Dünenabschnitt und danach kommen wir auf eine normale Rallye-Strecke. Nasser Al-Attiyah mag mich vielleicht im ersten Abschnitt aufholen und einholen. Mal schauen. Da lachte er noch, El Matador, der Gesamtführende. Aber an seinem Mienenspiel war schon zu sehen, so ganz wohl fühlt er sich nicht in seiner Haut. Denn gerade die ersten 40 Kilometer mit den enorm steilen Dünen sind das Gebiet, in dem der Araber, sein Verfolger, seine Stärken ausspielen kann. Im Abstand von 2 Minuten gehen die beiden Race Touareg mit ihren 2,5 Liter Turbo-Diesel in die Spur. Carlos Sainz eröffnet die Prüfung, hämmert eine ganze Weile lang drauf los, bis er dann auf einige Motorräder aufläuft und etwas Vorsicht walten lassen muss beim Überholen der vorher gestarteten Zweiräder. Nasser Al-Attiyah, der hinter ihm losgefahren ist, geht deutlich aggressiver zu Werke und läuft irgendwann im Laufe noch des ersten Abschnitts bereits auf Carlos Sainz. Sainz muss mächtig die Ohren anlegen, auch im zweiten engeren Abschnitt, wo Überholen kaum mehr möglich ist. Sainz wird 180 Kilometer lang aufs Heftigste bedrängt von Nasser Al-Attiyah, nachdem der so viel Zeit gut gemacht hat. Al-Attiyah und Timo Gottschalk können sich sogar diesen kleinen Schlenker leisten. Eine kleine Phase der Desorientierung vor einer Seenplatte. Wer weiß, wenn sie diesen Fehler nicht gemacht hätten, vielleicht wäre alles nicht so gekommen, wie es sich nachher entspinnen sollte. Irgendwann auf dem Rallye-ähnlichen Geläuf hinten raus jedenfalls, da drückt Nasser Al-Attiyah 180 Kilometer lang immer wieder das Sentinel, jenen Warnknopf, der ein akustisches Signal in den Vorausfahrenden schickt, das von hinten ein Schnellerer rankommt. Und irgendwann
geht Alatia dann durchaus robust mit Blechkontakt, wie Carlos Sainz sagt, vorbei an seinem Teamkollegen aus Spanien. Natürlich muss Sainz weiter Boden, natürlich muss Alatia weiter Boden gut machen. Die lokale Tierwelt wird aus der Bahn gescheucht. Und später wird eben auch Carlos Sainz aus der Bahn gescheucht. Sainz wird nachher sagen, Alatia sei ihm einmal draufgefahren, habe dann sogar noch beim Überholvorgang ihn seitlich berührt und habe von nachher vor ihm Schlangenlinien gefahren. Und diese äußerst beherzte Fahrweise von Alatia, die führt dazu, dass er seinen Rückstand in der Gesamtwertung halbieren kann. Es sind jetzt nur noch 2 Minuten und 48 Sekunden, die ein sichtlich genervter Carlos Sainz am Zielstrich auf der Habenseite zu verbuchen hat. Mark Miller hat einen Plattfuß gehabt, danach ein Duell mit Robbie Gordon, Fünfter auf der Wertungsprüfung. Während Stefan Peter Hansel einmal mehr die Stärke der BMW demonstriert. BMW gewinnt insgesamt 6 von 13 Prüfungen, indem nämlich Peter Hansel sich heute einen weiteren Tagessieg gutschreiben lässt. Und Güllen Schischerit mit Tina Turner im zweiten X-Ray der BMW X3 kommt auf den dritten Rang der Etappe. Und das kann für den morgigen Tag, für die Dramaturgie der endgültigen Entscheidung vielleicht mit entscheidender Bedeutung erlangen. Denn anhand dieses Ergebnisses der heutigen Tageswertung startet Stefan Peter Hansel als Erster, dann Nasser Alatia, der heute Zweiter wurde, als Zweiter, Schischerit als Dritter und Sainz als Vierter. Das heißt, jeder VW hat einen der schnellen BMW vor sich auf der morgigen, an sich nicht mehr allzu schweren Etappe. Aber trotzdem kann das Auflaufen auf den einen oder anderen BMW oder das Davonfahren, je nachdem, vielleicht einen VW-Fahrer aus der Bahn kegeln, zumindest mental. Diese gute Durchmischung an der Spitze aus zwei BMW und zwei VW morgen, die sorgt noch einmal für zusätzliche Brisanz, nachdem ohnehin schon Funken über dem Biwak sprühen zurzeit. Carlos Sousa und Mathieu Bäumel, Orientierungsprobleme plagen heute alle Mitsubishi. Sousa, Sechster, Zehnter in der Gesamtwertung. Genil de Villiers hat davon profitiert, dass sich alle Mitsubishi verfranst haben. De Villiers und Dirk von Zitzewitz sind vor den Mitsubishi, hinter den Mitsubishi natürlich gestartet. Und weil sich alle verfahren haben, konnte der Südafrikaner mit seinem schleswig-holsteinischen Beifahrer sie überholen. Nicolas Misselin hält an, nachdem er ein Sentinel-Signal erhalten hat. Beifahrer Jean-Michel Polato schaut, wer von hinten kommt. Und es ist Robbie Gordon in seinem Riesenhammer, der vorbeigeflogen kommt. Es gab ein inneramerikanisches Prestigeduell, auch das noch. Der drittplatzierte Mark Miller lässt sich da verwickeln, weil er beweisen möchte, dass er der bessere Fahrer ist und nicht etwa Robbie Gordon. Er ist der Plattfuß von Robbie Gordon am Ende, setzt dem ein P vor Gordon, deswegen auf der achten Position. Orlando Terranova und Nicolas Misselin finden einander schließlich in den Dünen. Beide vor de Villiers losgefahren, müssen erst einmal ein paar Ehrenrunden drehen, um sich aus der Desorientierung zu befreien. Die Chery sind immer noch im Rennen. Die chinesischen Werkswagen sind gut dabei in den Top 20. Mein Beifahrer hört einfach nicht auf mich, obwohl ich ihm gesagt habe, er soll abbiegen. Matthias Kahle, heute 15. nach einem Antriebswellenschaden gestern, nachdem sein Barry in einen Graben gerutscht war. Der Tagessieg in der Klasse, Zweiter bei den Barrys in der Gesamtwertung. Und Stefan Schott heute auf Platz 27, 16, 26. insgesamt. Stefan Peter Hansel gewinnt eine weitere Etappe. Nasser Alatia nimmt Carlos Sainz mit Rang 2 die Hälfte von Sainz Vorsprung in der Gesamtwertung ab, sodass die Dakar wirklich bis zum allerletzten Tag spannend bleibt. Nur noch 2 Minuten und 48 Sekunden. Und jetzt schauen Sie genau hin, liebe Zuschauer, wie Alatia und Sainz sich in die Haare kriegen nach der Zieldurchfahrt. Wenn du vorbei willst, musst du das Sentinel betätigen. Das habe ich ja schon mal versucht vorher, da hast du mich auch nicht vorbeigelassen. Da habe ich auch nicht die Straße für dich aufgemacht. Carlos Sainz und Alatia also. Natürlich bin ich vor ihm losgefahren. Natürlich musste ich langsamer fahren, weil die Motore da vor mir im ganzen Staub fuhren. Er hat mich überholt, er ist nämlich reingefahren dabei und dann hat er Schlangenlinien gefahren. Das finde ich sehr unsportlich. Wenn ich mich genauso verhalten hätte, dann wäre er niemals an mir vorbeigekommen. So geht's schon mal los. 120 km in su polvo. Y
120 Kilometer fuhr ich gestern in seinem Staub. Das ging doch auch einigermaßen, aber da hat er mich aufgehalten. Das ist nicht normal. Von einem Teamkollegen erwarte ich etwas anderes, nicht sowas. Ich habe Carlos hier überholt, erklärt Alatia, Stefan Peter Hansel, dem Gesamtsieger. Er war sehr vorsichtig, als er an den Motorrädern vorbeikam. Und ich habe im Staub mehr riskiert. Dann hat er versucht, links und rechts zu fahren, um mich hinter sich zu halten und zu blockieren. Und als er hierher kam, da war er wohl ziemlich sauer. Ich habe gesagt, er möge halt sein Sentinel betätigen. Wenn die Motorräder ein bisschen auf ihre Reifen aufpassen müssen, so wie das heute der Fall gewesen ist, dann können wir mit Vollgas an denen vorbeifahren. Denn wir haben keine Reifenprobleme auf solchem Geläuf. Das Auto funktioniert perfekt, die Reifen halten auch. Man muss allerdings vorsichtig sein bei diesen Geschwindigkeitsunterschieden. Alatia und Peter Hansel haben sich dort auffallend gut verstanden nach der Zieldurchfahrt. Es gab noch eine herzliche Gratulation von Alatia an Peter Hansel. Und Alatia nimmt das Ganze deutlich lockerer als Carlos Sainz. Das sind jetzt auch, glaube ich, ein bisschen psychologische Spielchen, die Carlos aber das spielen will, um Sainz vielleicht ein bisschen nervös zu machen, ein bisschen aus der Ruhe zu bringen und so für morgen doch noch das Unmögliche möglich zu machen, den Spieß auf den letzten Drücker noch umzudrehen. No, I prefer to wait. Ich weiß genau, was passiert ist, aber ich habe mich zunächst lange nicht mit ihm unterhalten. Ich wollte mich gar nicht mehr weiter aufregen, sondern mich bewusst abschotten, um mich voll auf morgen konzentrieren zu können. Denn darauf kommt es schließlich an, was heute passiert ist. Das muss man verarbeiten und da bringt es nichts, noch groß das Gespräch mit dem Gegner auf der Strecke zu suchen. No, you know, I'm used to racing. And I am used to competition. Ich bin lange im Sport dabei und ich weiß, wie hart gekämpft wird. Ich hoffe, ich komme morgen über die Distanz. Eine gute Prüfung wäre wichtig. Ich fahre morgen im Staub und der Staub kann unter Umständen diese Veranstaltung entscheiden. Die Klopfsignale von Alatia ans Heck von Tuareg von Sainz. Ich will keine Polemik, ich möchte mich jetzt voll auf morgen konzentrieren. Denn nur darum geht es schließlich noch. Carlos Sainz also sichtlich angefasst und auch angespannt nach dem, was da heute auf der Prüfung passiert ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Nasser Alatia gleich bei uns im Interview steht. Nach der Zieldurchfahrt war er derjenige, der sogar fröhlich gelacht hat. Vielleicht ist ja dessen Plan komplett aufgegangen heute, schneller zu sein und auch noch für ein bisschen mentale Verunsicherung zu sorgen beim Spitzenreiter. Es ist die letzte Chance, die Nasser Alatia hat, wirklich mit Aggressivität auf und neben der Strecke loszulegen. Natürlich hat jeder gefragt, was da los war. Ich hatte mir vorgenommen, die Prüfung zu gewinnen. Und wir haben ja auch sehr gut losgelegt. Als wir hinter Sainz fuhren, hat er uns dann einfach nicht vorbeigelassen. Ich musste mich irgendwie vorbeiarbeiten. Ich bin bis jetzt mit meiner Dakar sehr zufrieden. Es war eine aufregende Rallye. Und es bringt natürlich nichts, wenn man jetzt plötzlich sich im Biwak in eine Art Kleinkrieg verstrickt. Das macht unter Umständen die ganze gute Leistung nur noch zunichte, wenn man da nicht cool bleibt und über den Sachen steht. Ich bin zufrieden, wie das Team zusammenarbeitet mit der Aufteilung innerhalb des Teams. Mein Auto ist perfekt, das könnte nicht besser sein. Und das ist alles, was zählt zurzeit in dieser Phase der Rallye. Never I think one thing, you know, like I don't want to check his hand. If he win tomorrow, I will. Carlos gehört ja auch zum VW-Team und natürlich werde ich ihm gratulieren, wenn er morgen gewinnt. Es gibt da keine Feindseligkeiten, keine Eifersüchteleien. Wir sind ein Team. Natürlich möchte jeder gewinnen und momentan hat halt Sainz die Nase vorn. Wir werden damit umgehen können. Chris Nissen, der Sportchef von VW. Wie sieht denn der Boss, selbst ehemaliger Rennfahrer, entsprechend mit guter psychologischem Einfühlungsvermögen gesegnet? Es war ein super Tag für alle, sehr spannend. Als Carlos zurückkam, da war wohl der Blutdruck ziemlich hoch, aber auch bei Nasser Alatia, da muss man die Rennfahrer sich erst einmal abkühlen lassen. Das ist ganz normal beim Motorsport. Ne? We from Volkswagen can be very proud of all the
Wir können als Volkswagen sehr stolz sein, wie die Rallye sich bis jetzt für uns entwickelt hat. Wir wollen eine faire Entscheidung und wir wollen, dass alle drei Autos in Buenos Aires über den Zielrand fahren. Ein Dreifachsieg ist das, was ich uns vorgenommen habe für den letzten Tag. Daran darf nichts mehr gefährdet werden. Das muss das obergeordnete Ziel sein. Wir waren heute noch bei den Sportkommissaren und da wurde beraten über die Startposition für den morgigen Tag. Morgen ist eine sehr schnelle Prüfung, deswegen haben wir alle zusammen besprochen, ob wir den Abstand zwischen den einzelnen Autos etwas vergrößern können. And we were promised from the BMW drivers, if they have some sort of problem. Aber am Ende haben wir uns dann doch darauf verständigt, alles so zu lassen, wie es ist. Allerdings hat die BMW-Fraktion uns versprochen, dass wenn irgendein BMW Probleme hat, dann werden die VW klaglos und ohne Blockade vorbeigelassen. Und das war die Quintessenz dessen von den Sportkommissaren. Es gab also Gedankenspiele. Die Startreihenfolge zu ändern oder den Startabstand zu ändern. Man sollte die Regeln auch in der Tat nicht Tag für Tag ändern. Denn wir haben ja alle die Regeln akzeptiert, als wir uns hier eingeschrieben haben. Und sometimes also it would be better to have stages where you have a piece of overtaking possibility. Manchmal wäre es ganz schön, wenn auf den Prüfungen mehr Möglichkeiten zum Überholen sind, zumindest in Teilabschnitten. Aber sowas kann man nicht beeinflussen und man muss mit den Bedingungen leben, wie sie uns hier vorgesetzt werden. Also dann doch wohl keine Änderung bei der Startposition oder bei den Startabständen, auch wenn die offizielle Bestätigung seitens der Rallye-Leitung über das noch aussteht. Wenn aber VW mit Chris Nissen und BMW mit Sven Kranz sich so entschieden haben, dann werden die Funktionäre das wohl kaum mehr auf den Kopf stellen. Stefan Peter-Ronsell, der Gewinner der heutigen Etappe, ist er morgen vielleicht das Zünglein an der Waage mit seiner Staubfahne, mit dem Vorausfahrenden als Etappeneröffner des morgigen Tages. Morgen der ganz große Tag im finalen Showdown mit Stefan Peter-Ronsell als vielleicht der Schiri in der ganzen Angelegenheit. Ich kümmere mich nur um unser eigenes Rennen. Es wird morgen sehr, sehr schnell werden. Das sollte unserem Auto liegen. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt in eine Position kommen, in den Kampf zwischen Carlos Sainz und Nasser Al-Attiyah überhaupt nur einzugreifen. Sowohl Sainz als auch Al-Attiyah müssen morgen bis ans Limit gehen. Aber ich erwarte nicht, dass viel Zeit zwischen den beiden liegt. Allerdings steht Sainz extrem unter Druck und das mag vielleicht auch mit ein Faktor sein in der Entscheidung, wie wir sie morgen erwarten haben. Fahrerisch schätze ich die beiden als auf einem Niveau befindlich ein, aber ein Reifenschaden oder irgendein kleines Problem kann vielleicht den Ausschlag geben und ich glaube, da ist Sainz anfälliger für als Al-Attiyah. Dylan Chicharit wird morgen auch sehr, sehr schnell sein. Also, auch da erwarte ich nicht, dass einer von den BMW, weder meiner noch der von Chicharit, irgendwie in Reichweite der VW kommen wird. Dylan Chicharit startet zwischen den beiden Dakar-Gesamtsieganwärtern morgen von der dritten Position. Also direkt zwischen den beiden VW Touring. Ich möchte natürlich die Prüfung morgen gewinnen. Vielleicht aber taucht hinten ein schneller Blauer auf. Ich glaube nicht, dass ich von dem VW eingeholt werden werde auf dieser schnellen Prüfung. Doch wenn sie das tun sollten, dann werde ich mit Sicherheit kein Problem verursachen, sondern sobald ich das Sentinel höre, werde ich anhalten, rechts ranfahren und sie fair passieren lassen, denn ich will mit dem Kampf um den Gesamtsieg natürlich nicht entscheidend eingreifen. Es wäre natürlich toll, wenn Nasser Al-Attiyah das hier noch gewinnen könnte, nach der Rallye, die er gefahren hat. Er war ja letztes Jahr auch mein Teamkollege bei der X-Raid-Mannschaft.
Das wird auf jeden Fall ein fairer Kampf bis zum Ende werden. Und das gefällt mir ausgezeichnet an der ganzen Philosophie, mit dem diese Rallye ausgetragen wird. Wir kämpfen fair mit VW. VW kämpft intern mit fairen Waffen und mit offenem Visier. Und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann werde ich mit Sicherheit nicht störend eingreifen. So, während unserer kurzen Pause ist das Ganze dann auch tatsächlich bestätigt worden von offizieller Seite. Es wird weder eine Veränderung der Startreihenfolge geben, noch der Startzeiten, also der Abstände. Die Rallye-Leitung hat zur Vorsicht, zur Fairness gemahnt, sagt die offizielle Entscheidung. Alle haben diese gelobt. Und dann gibt es morgen einen Kampf mit offenem Visier. In meinen Augen ist das mit Abstand die vernünftigste Entscheidung. Die Motorräder, wie in letzter Zeit üblich, bereits vor Sonnenaufgang aufgebrochen. Gestern auch, was dazu führte, dass die deutsche Teilnehmerin Tina Meyer prompt verschlafen hat. Hätte um 4 Uhr längst auf der Reise sein sollen in die Verbindungsetappe, hat aber noch selig im Zelt geschlummert, sich dann in aller Eile fertig gemacht und die Etappe in Angriff genommen. Eine sehr, sehr harte. Auch heute Morgen zunächst kühle äußere Temperaturen. Mittlerweile allerdings, nach der Zieldurchfahrt, haben wir hier im Biwak bis zu 40 Grad Hitze. Und auch bei den Motorrädern tobt ja noch ein Kampf, nämlich jener um die zweite Position zwischen Francisco Lopez und Paul-Anders Ulewalzetter. Ganz vorne hat sich Cyril Depré von seinen Kopfschmerzen so weit wieder erholt, dass er heute locker die Etappe hinter sich gebracht hat. Keine Probleme. Aber für die Motorräder machte der tiefe Sand und die wirklich turmhohen und extrem steilen Dünen das Leben immer wieder schwer. Gigantische Aufstiege, extrem spitze Dünenkämme. Danach stürzt man sich förmlich in eine Schlucht hinein. Teilweise kommt es einem auf der Maschine vor, als würde man im 90-Grad-Winkel in einen Sandkasten springen. David Frétinier. Mit seiner Yamaha hat er heute all das wieder verloren, was er sich gestern an Zeitguthaben auf Alain Duclos so mühsam herausgearbeitet hat. Nur Elfter heute, weil die kleine Yamaha in den Dünen sich überhaupt nicht wohl gefühlt hat. Fünfter in der Gesamtwertung, jetzt aber nur noch 3 Minuten vor Alain Duclos. Alle Augen aber natürlich im Kampf um die zweite Position. Francisco Lopez in Problemen. Er kann nicht mehr alles aus seiner Aprilia rausholen, weil sich das bewahrheitet hat, was sich bereits vor ein paar Tagen andeutete, nämlich, dass der Rahmen der Aprilia inzwischen so oft geschweißt ist, dass es keine Stellen mehr gibt, an denen er noch verstärkt werden könnte. Es droht ein Rahmenbruch und deswegen hat Lopez heute spürbar sanft mit dem Gasgriff gespielt. Und das die große Chance für Paul-Anders Ulewalzetter, sich Platz 2 wiederzuholen. Er hat 5,5 Minuten gut gemacht auf Lopez und sich damit wieder auf die zweite Stelle in der Gesamtwertung geschoben. Das, obwohl Cyril Depré ihm nicht seinen Michelin-Reifen geben durfte, denn um das Moos abzutreten, hätte er ein ganzes Hinterrad gebraucht, einen ganzen Hinterreifen. Und da hat Michelin sein Veto angelegt. Ulewalzetter setzt sich also als Einzelkämpfer durch und holt sich seinen ersten Etappensieg überhaupt, seit er bei der Rallye Dakar mitfährt. Cyril Depré, Zweiter auf der heutigen Prüfung, bleibt natürlich in der Gesamtwertung locker in Führung. Er hat das so begehrte Michelin Supersport Mousse in seinen Reifen, also eine Prototypenentwicklung von Michelin für den Motorsport, für den Marathon-Rallye-Sport. Das passt aber nur mit einem Michelin-Werksreifen. Auch gerade auf den letzten Streckenabschnitten, wo viel Vollgas gefragt war. Ulewalzetter beispielsweise sagte uns, er hat 1 Stunde nur Vollgas gefahren. Gerade auf diesen Streckenabschnitten, also hat sich Marc Coma mit seinem Michelin-Kunden in seinen Pirelli-Reifen nicht getraut, bis ans absolute Limit zu gehen, die Maschine voll auszudrehen. Genügt sich heute mit Platz 3 bis 15 in der Gesamtwertung. Alain Duclos
macht als Fünfter heute ordentlich Boden gut auf David Frétinger. Egalisiert seinen Zeitverlust von der gestrigen Etappe wieder. Nur noch 3 Minuten hinter Frétinger. Vom letzten Tag der Veranstaltung. Pampa in heller Aufregung, als der Dakar-Cross durchknottert. Jakob Przygonski, der Zweite des Marathon-Weltcups im Vorjahr, heute Siebter, Gesamt Achter. Für Jonas Street ist Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste. Er will seinen 7. Platz in der Gesamtwertung nicht mehr mit Unachtsamkeiten, Stürzen und Navigationsfehlern riskieren. Deswegen heute mit gebremstem Schaum Platz 8 der Etappe. Eine Position vor Olivier Pain, der Yamaha-Fahrer. 9. heute, 9. in der Tabelle. Wie schnell was schiefgehen kann, zeigt ihn Juan Pedro Garcia auf seiner KTM. Auf Platz 10 insgesamt. Auf einmal schwänzelt die Maschine wild und hemmungslos im Guadal und wirft Garcia ab. Der Spanier allerdings bei diesem Sturz unverletzt. Kann weiterfahren und kommt als 12. im Ziel an. Dann haben sich die Organisatoren noch eine ganz besondere Fisimatente ausgedacht. Einen Wegpunkt ganz oben auf dem Gipfel dieser extrem steilen Düne platziert. Darauf spielen sich Szenen ab, wie einst beim Rachau Hill Climb. Immer wieder versuchen die Akteure mit Anlauf den tiefen Sand umzupflügen, hochzukommen. Und immer wieder kommt es zu Stürzen. Thomas Berglund, Dusan Randischek, Philippe Krohens, sie alle schmeißt es. Und auch Ulrich Brazina mit seinem Polaris Quad. Paul-Anders Ulvalsetta gewinnt, als es am meisten drauf ankommt, vor Cyril Depré und Marc Coma. Lopez aufgrund des mittlerweile wachsweichen Rahmens seiner Aprilia nur auf Platz 4. Und damit ist Ulvalsetta einigermaßen sicher bereits auf der 2. Position in der Gesamtwertung hinter Cyril Depré. Eine grandiose Prüfung, die genau auf mich zugeschnitten war. Ich bin als 3. losgefahren, aber nach 40 Kilometern lag ich schon in Führung. Die Strecke war wie gemacht für unsere großen Motorräder. Wir konnten die wirklich voll ausfahren. In der letzten Stunde, wo ich permanent mit 160 km/h und Vollgas, das war wirklich ein reines Vergnügen. Zuerst in den Dünen konnte ich noch voll mithalten und da hat es auch richtig Freude gemacht zu fahren. Aber nachher musste ich sehr darauf aufpassen, dass ich nicht mit der absoluten Höchstgeschwindigkeit unterwegs war, um das Moos im Reifen nicht zu überfordern. Das ist nicht gerade die Stärke meiner Maschine, also muss ich da auf die Endgeschwindigkeit achten, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Alain Duclos. Vielleicht geht ja noch was in Richtung David Frétinier. Platz 5, das wäre es natürlich für den Mann aus Mali. Heute hat er zumindest mal die Vorarbeit geleistet. Und unter Umständen kann auch da morgen noch ein finaler Angriff erfolgen, genau wie bei den Autos zwischen Carlos Sainz und Nasser Al-Attiyah. Sehr zufrieden mit dem Resultat heute. Für mich ist im Prinzip seit dem Start alles rund gelaufen. Ich bin sehr zufrieden. Aber wir haben ja immer noch diese eine letzte Prüfung, vor der alle auch ein bisschen Bammel haben und ein bisschen Respekt. Platz 5 habe ich noch nicht ganz abgeschrieben. 3 Minuten hinter David Frétinier. Das könnte sich in der letzten Prüfung noch in meine Richtung entscheiden. Zumindest hoffe ich darauf, dass da noch was geht. Avec l'Afrique. Alors effectivement, c'est très différent. Déjà, il y a beaucoup plus de monde. La navigation est beaucoup plus aisée du fait qu'il y ait plus de monde. Mais moi, je suis pour Dakar itinérant. Hier ganz anders als in meiner afrikanischen Heimat. Par exemple, en Amérique du Nord, je serais heureux de découvrir d'autres. Wir haben viel mehr Zuschauer hier. Und ich finde, die Dakar sollte ruhig jedes Jahr öfter fahren, genau wie die Olympischen Spiele, mit wechselnden Austragungsorten, mal in Südamerika, mal in Asien. Das wäre doch mal was. Ein weiterer innovativer Vorschlag also zur Zukunft der Dakar. Es halten sich hartnäckig Gerüchte hier im Biwak auch, dass man zurückgeht nach Afrika.
dass dort ein Szenario ausgemalt wird. Aber entschieden ist da noch überhaupt nichts, vor allem wegen der grandiosen Begeisterung hier in Argentinien und Chile. Unglaublich viel ist passiert, seit wir am 1. Januar mit dem zeremoniellen Start mit der diesjährigen Rallye Dakar begonnen haben. Eine turbulente Ausgabe, wie sie wohl selbst die kühnsten Optimisten nicht erwartet haben. Und sie ist immer noch nicht entschieden. Immer noch ist alles offen, sowohl bei den Autos als auch bei den Motorrädern. Spannender kann es gar nicht mehr zugehen. Trotzdem ist jetzt mal Zeit für eine kleine Zwischenbilanz, denn morgen kommt ja im Prinzip nur noch das letzte Schaulaufen. Also haben wir uns mal umgehört im Biwak, welche der vielen Etappen denn den Hauptdarstellern in diesem Jahr am besten gefallen hat. Schwierig zu sagen bei der Vielfalt, die wir hier erlebt haben. Für mich war es die Antofagasta-Prüfung mit dem spektakulären Zielanlauf in den Dünen. Wir hatten in diesem Jahr von allem etwas, echte Rallye-Strecken, tief sandige Dünen, Offroad-Pisten, teilweise wirklich harte Geröll- und Steinfelder und einige atemberaubende Täler. Das war für mich mit Abstand die beste Prüfung. Und San Juan nach San Rafael hat mir am besten gefallen. Solche Dünen mal erleben zu können, das ist wirklich gigantisch, wunderschön. Und durch die Neutralisation in diesem Dinosaurierpark hatten wir auch die Chance, die Landschaft ein bisschen zu genießen. La Serena nach Santiago fand ich am besten. Serpentinen mit engen Kurven, die sich den Berg hinaufgewunden haben. Man musste permanent sliden auf der Bremse oder auf dem Gas. Das hat richtig Spaß gemacht. Von Córdoba nach La Rioja, in dem ganzen Nebel, Regen und dem rutschigen Geläuf. Das war schwierig, aber das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich liebe solche rutschigen Bedingungen und ich habe da eine überlegene Bestzeit mit irgendwie 3 Minuten oder sowas hingelegt. Bei den LKW hat sich in der Gesamtwertung längst alles eingependelt. Da wird es morgen wirklich nur noch ein reines Schaulaufen auf diesem extrem schnellen Abschnitt. Aber auch hier gab es heute noch mal das ein oder andere Problemchen. Beispielsweise von François Gerby und Tom Deloif mit dem MAN aus dem VW Service Großaufgebot. Wladimir Chagin mit seinem Kamaz hat sich heute auf Platz 2 ins Ziel gearbeitet. 1 Minute und 50 Sekunden der Rückstand auf den Etappensieger. Chagin nach wie vor in Führung in der Gesamtwertung. Natürlich mit mehr als einer Stunde auf Fidaus Kabira. Marcel van Vliet mit diesem gigantischen Hinaf. Ein 18 Liter Caterpillar Motor, 950 PS. 3260 Newtonmeter. Die Marke Ginaf aus Enafeen in den Niederlanden. Traditionell Holland ja. Eine Hochburg des Marathonsports. Van Vliet heute Dritter, Fünfter auf der Gesamtwertung. Fedos Khabirov hat sich heute einen weiteren Etappensieg geholt. Sein vierter in diesem Jahr, sein 33. insgesamt. Er liegt auf Platz 2 hinter Wladimir Chagin und 23 Minuten vor Martin Magic mit seinem Lias.
Drama dagegen heute ganz kurz vor dem Zielstrich noch für Josef Adua. Der hat seinen Iveco in eine mehrfache Rolle geworfen. Ein ziemlich haariger Unfall des Franzosen in jenem Auto, das er sich von der Deroy-Familie gemietet hat. Ein Iveco aus der Schmiede von Fred Schouten aus Almkerk in den Niederlanden. Auch dort 820 PS, 3200 Newtonmeter, 12,9 Liter Hubraum aus einem 6-Zylinder-Reihenmotor. Ilsegar Marzejew, Dritter heute, Fünfter in der Gesamtwertung mit bereits 15 Stunden Rückstand. Edwin van Ginkel in einem weiteren Ginav fährt sich ebenfalls fest. Und David Oliveras mit seinem Mercedes eilt zunächst noch einmal zur Hilfe. Das Ginav, großes Ausgebot, zwar ein bisschen zerfleddert. Man müht sich nach Kräften, aber gegen die Kamas ist auch in diesem Jahr wieder kein Kraut gewachsen. Experience the most challenging race in the world, traveling with the most awarded airline of South America, LAN. Zurück live im Biwak mit der Zieleinkunft. Der Bowler, die jetzt gerade einlaufen. Die Privatfahrer kommen natürlich viel später als die Werksfahrer. Aber die Reihen haben sich heute nicht mehr groß gelichtet. Auch alle Deutschen sind noch mit dabei, auch bei den Motorrädern. Sowohl Jürgen Weseli als auch der Tiroler Martin Freinademetz. Und auch Tina Meyer ist im Ziel angekommen. Die 12. Prüfung von San Juan nach San Rafael. Das war jene, bei der Tina Meyer am frühen Morgen nicht aus den Federn bzw. aus dem Schlafsack gekommen ist. Meyer fährt allerdings insgesamt eine starke Dakar. Die Zielankunft dürfte wohl ihre sein. Mittlerweile verlegt sie sich natürlich auf Ankommen. Bei den Quads ist die Patronelli-Mania ausgebrochen. Brüder Patronelli, Alejandro und Superstar Marco waren der Grund, warum gestern der Zielstrich nach vorne verlegt werden musste, weil nämlich auch die einheimischen Polizisten so begeistert waren von den Führenden in den Quads, dass die, anstatt den Verkehr zu regeln und den Zuschauerzuspruch, lieber Fotos gemacht haben von den Quads. Jorge Latrach ist das, der klagt, wir haben schon zwei Batterien verbraucht und jetzt haben wir keine Reservebatterie mehr. Keine Chance, wir müssen auf den Assistenzschach warten, auf unsere Helfer. Und so beginnt dann das Spähen in die Sonne und die große Erleichterung, als er endlich auftaucht mit einer Batterie an Bord. Damit Jorge Latrach mit seinem Bruder Juan Pablo Latrach aus Chile im Toyota Prado die Rallye noch fortsetzen kann. Stefan Onra in seinem VW Tarek hat Ärger erwischt. Der vordere Radträger ist gebrochen. Zunächst hatten wir nur einen kleinen Schaden daran, aber die Vibration hat dann schließlich das ganze Rad komplett abgerissen. Und so kommen wir hier nicht weiter. Also zunächst einmal Reparaturarbeiten und dann irgendwie einen Kompromiss finden, um Schadensbegrenzung zu betreiben. Zu retten war an dieser Aufhängung nichts mehr. Also bleibt nur ein einziger Ausweg, Zuschauer. Nämlich auf drei Rädern aus der Prüfung raushumpeln und irgendwie sich doch noch ins Biwak schleppen, um dann dort die Hilfe der Mechaniker-Crew in Anspruch zu nehmen. Dieses Kunststück kostet allerdings die Führung in der Buggy-Wertung. David Barrault, ich komme nicht mehr weiter. Ich muss hier jetzt auf den Lumpensammler warten.
Dann kommt allerdings plötzlich und unerwartet eine etwas andere Hilfe, nämlich nicht der Lumpensammler, der am Abend alle Gestrandeten aufsammelt. Zunächst ein McRae-Buggy von Tim Coronel und dann plötzlich ein Reiter. Und auf geht's auf des Pferdes Rücken ins Biwak. Dieses Pferd kann ich immerhin nicht kaputt fahren, spricht's und schwingt sich auf. Im besten Tina Meyer-Stil, auch das hatten Sie ja gesehen. Die Prüfung von morgen, liebe Zuschauer. 81% Vollgasanteil, viele, viele lange Geraden, dann 90 Grad Kurven, durch die man durch Viehgatter hindurchstechen muss. Da kann man sich gern mal verbremsen, einen kleinen Fehler machen. Es sieht einfach aus, aber im Nervenkrieg an der Spitze mag es alles andere als einfach sein. Timo Gottschalk, wir haben schon viel über die morgige Etappe gesprochen. Wie wird's denn? Man kann kaum überholen, habe ich gehört. Ja, morgen, die letzte Etappe einer großen Rallye. Viel geradeaus, viel 90-Grad-Abzweige. Es wird schwer werden zu überholen, weil alle einen hohen Speed fahren werden. Also eigentlich ist nur beim Anbremsen in die Kurven was möglich, aber der Staub wird es eigentlich verhindern. Die Sichtverhältnisse werden echt extrem schlecht sein. Also wenn nicht einer irgendwie gerade ein Problem hat und langsam fährt, wird es schwer sein, irgendwo einen Platz gut zu machen. Wir sehen uns morgen auf dem Podium wieder. Wir werden sehen, auf welchem Platz. Dankeschön. Der Weg nach Buenos Aires, der wird nochmal ein richtiger Krimi. Ein Thriller zum Ende der Rallye Dakar. Wir sind bereits um 17.50 Uhr live für Sie da, um Ihnen die Entscheidung in diesem Kampf zwischen den beiden VW zu bringen. Bis dahin, tschüss, danke fürs Zugucken. Ihr Norbert Okenga.